Wann hab ich den Ton? Scheiße. Ich sehe jetzt gerade erst wieder, dass mein ey, hab ich da jetzt, wann hab ich da drauf gedrückt? Ich hab da, oh nee. Pass auf, folgendes. An meinem Headset ist so ein Schalter dran, wo ich den Mute-Knopf drücken kann, ne? So, und das hat geleuchtet. Ich hab aber nie bewusstes gemacht. Also hab ich's vielleicht beim Drauflegen auf den Tisch oder so vielleicht ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das während der Aufnahme gemacht habe. Ich hatte gedacht, dass wir am Anfang, als ich angefangen habe aufzunehmen, das noch an war. Ach, scheiße. Wann ist denn mir das wieder passiert? Weil ich es halt aktiv nicht gedrückt habe. Ach. Okay. Solltet ihr bisher nichts gehört haben. Großartig. Wir haben natürlich Octodle gespielt, wie ihr gesehen habt. Und ich habe halt rumgerätselt. Ach, ist doch dumm. Und war froh, dass ich es gerade so geschafft habe. Ach, ist doch schon wieder dumm. Okay, und dann habe ich gesagt, es gibt jetzt ein neues Semantle, und zwar ein deutsches Semantle. Ich bin von dem aber nicht überzeugt. Scheinbar ist die Genauigkeit und so nicht ganz so exakt. Und eben, was ich auch schon gesagt habe, aufeinander, wie genau hätte man das denn? Also, weiß ich nicht, ob man darauf hätte kommen können. Also, keine Ahnung. Ja, jetzt gucken wir einfach mal, was semantlich ergibt. Und jetzt haben wir Tor. Ach, das ist doch schon wieder...
kein Kommentar, echt. Okay, so. Ja, keine Ahnung, Garten. Ähnlichkeit halt schon 17,23, aber wahrscheinlich überhaupt nicht nah dran. Blume. 15,64. Haus. 18,80. Wohnung. Das war schlecht. Zuhause. Das wird schlechter, okay. Stadt. Okay, Stadt ist näher. Land. Okay. Geht es jetzt wirklich in Richtung Land? Also bin ich tatsächlich schon auf dem richtigen Weg? Deutschland? Schlecht. England? Schlechter. Okay, Welt? Auch nicht. Kontinent? Kontinent? Okay, Kontinent wird stärker. Europa? Nee, Amerika? Wieso wird Kontinent stärker und die einzelnen Kontinente dann wieder nicht? Keine Ahnung. Gebirge? Yo, was zur Hölle? Alpen? Erdkunde? Okay, das war wieder ganz schlecht. Landschaft? Welt hatte ich schon, ne? Erde. Weltall. Planet. Oh mein Gott, das ist so... es fühlt sich voll inkonsistent an. Bundesland. Bayern. Ach komm, ey. Afrika. Australien. Wir gehen jetzt mal die ganzen Kontinente durch. I don't care. Bisher ist der Kontinent das stärkste. 43,33. Aber was soll das werden? Mensch? Bürger? Ich bin so Stück für Stück höher gegangen, ne? Stadt, Land, Kontinent. Aber jetzt ist halt Schluss. Grenzen. Krieg. 34,77. Waffen. Okay. Konflikt. Jo. Was? Okay, Auseinandersetzung. Aber ich krieg halt noch nicht mal einen grünen Balken. Streit. Es ist alles, ey. Ich darf aber wahrscheinlich die Zahlen jetzt nicht mit dem englischen Zimmermantel vergleichen. Keine Ahnung, Diktatur. Politik. Ich habe keine Ahnung, ne? Merkt man vielleicht gar nicht. Kontinent war bisher das Beste, aber halt nicht mal ansatzweise. Nicht mal die 1000 Nächsten hat es damit erreicht. Start. Aber 33,33, schöne Zahl. Habe ich Bewohner schon? Ach komm. Spiel. Ich meine mal was ganz anderes. Wir gehen jetzt mal in eine andere Richtung. Arbeiter. Guck mal, das ist halt auch 31,35. Das nützt mir überhaupt nichts. Zahnarzt. Zauberer. Okay, das war jetzt schlecht. Handwerker. Der wird schlechter. Arbeit. Wirtschaft. Ökonomie. Umwelt. Sonne. Hat man schon. Mond. Jupiter. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich weitergehen könnte, ne? Kontinent ist immer noch das Stärkste. Darunter Konflikt, darunter Gebirge. Flüsse. Fluss. Fluss ist immer jetzt... Okay, Fluss wird stärker. Lol. See.
Meer. Donau. Okay, warum ist jetzt Fluss am stärksten? Wasser. Bach. Gebirgsfluss. Okay, was? Wasserfall. Teich. Der schlechter. Jetzt ist Fluss bisher am stärksten. Was ist das denn? Gewässer. Fließen. Jetzt sind wir von... Ey. Schaut euch diese Entwicklung an. Fluss ist am stärksten. Ich meine, kann man Flüsse eingeben. So, keine Ahnung. Rhein, Main, Kanal. Wolga. Nee, also Flüsse, irgendwelche Flüsse aus der Welt eingeben, ist jetzt auch nicht sinnvoll. Aber Fluss wie... Wie soll ich mir das denn vorstellen? Schlaraffenland. Da sind's auch, gibt's auch Flüsse. Ey, ich habe keine Ahnung. Wir geben hier mal auf. Ich will jetzt nicht den ganzen Part über hier rumsemantlichen. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie in irgendeine Richtung hätten denken können. Weil ich gebe hier, wie gesagt, auf. Das ist fürs Let's Play, kann ich es nicht ewig machen. So. Tell me, was wird getan? Was hätten wir tun müssen? Ja, wo ist denn das? Du hast aufgegeben, du kannst noch weitere Orte eingeben, um Ähnlichkeiten nachzuschauen. Ja, wo ist denn der Anstieg? Ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Also, 100 ähnlichsten Wörter, 1000 ähnlichsten Wörter. Rückgang. Anstiegt. Anstiegt. Anstiegt ist das zweitnächste Wort. Anstiegt. Was ist Anstieg? Ich gebe es jetzt bei Google ein. Was ist Anstiegt? Moment, ich brauche irgendeine Seite, wo ich Google. Ich kann hier kurz Google machen. Nee, wo mache ich kurz Google? Ah. Oh. Wieso habe ich keine Google-Dings mehr offen? Was ist das denn für ein Quatsch? Ich mache bei Otakle kurz Google. Oder ich schreibe einfach Anstiegt. Meintest du Anstieg? Anstiegt. Anstiegt ist eine flektierte Form von Ansteigen. Eine flektierte Form von Ansteigen. Say what? In welcher Variante nutzt man das? Die gesamte Konjunktion findet auf Seite Flexion ansteigen. Was ist anstiegt? Also wann sagt man das? Es du an du ansteigst, wir ansteigen, ihr ansteigt. Und dann ist anstiegt die Vergangenheit oder was? Ja. Wo ist es? Er anstieg. Wir anstiegen. Ich sei angestiegen. Alter. Okay, ich dreh durch. So, gehen wir mal ganz schnell wieder zurück zu Otakel. Produktionsanstieg, Arbeitslosenanstieg. Wieso war dann Wirtschaft so weit weg, wenn ich hier Produktionsanstieg? Zuwachsrate. Zuwachs, Höchststand. Tiefstand, Tiefststand. Preisrückgang. Preisanstieg. Ey, wenn ich in diesen Wirtschaftsbereich irgendwie gekommen wäre, Konjunktur und so. Oh mein Gott, okay, Konjunktur. Konjunkturverlangsamung, Vervierfachung, Defizit,
Zahlungsbilanzüberschuss. Ja, ja, freut sich mein BWR-Herz. Prozentanteil. Bevölkerungsrückgang. Börseneinbruch. Preisverfall. Jahreshöchstkurse. Hortungskäufe. Unfallzahl. Vor allem angestiegenes und... Wo ist es? Ich habe es gerade gelesen. Und Anstiege ist einfach weniger nah dran an Anstieg wie Rückgang. Was? Also, es tut mir leid, aber diese Semanteldinger, ich weiß nicht. Also auch im Deutschen ist das einfach, das ist doch... Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. So, Ein Kollege mit A. Muss ja nicht an sein. Ahsoka. Was? Ahsoka gibt's nicht. Ahsoka ist doch in echt... was soll denn das? Mit C? Ahsoka? Ach, dann halt nicht. Man weiß halt echt nicht, was der für Namen drin hat, ne? Ich habe das Gefühl, Otakel hat einfach viel zu wenig Namen. Komm, nehmen wir Anton, ist mir jetzt egal. Okay. N.A. kommt vor. Machen wir mal N.A. Natsu. Nee, wie schreibt man denn Natsu? Scheiße. Doch so? Nein. Alter, wie schreibt man Natsu? Nur Natsu? Oder mit 2Z? Nee, auch nicht. Hä? Wie schreibt... Ach, mit T.R. Ich bin dumm. So. Okay. Okay, das N ist nicht richtig, aber wir haben A und U gewonnen. Das N ist immer noch nicht an der richtigen Stelle. Okay. Ah, das täte ich übrigens nicht. Ist egal. A und U liegt richtig. Dazwischen kommt ein N. Was kann vor A alles stehen? Relativ viel, blöderweise. Gandu könnte es geben. Ganpu könnte es geben. Ganlu könnte es geben. Gibt es aber alles nicht. Ganu könnte es geben. Ganwu könnte es auch geben. Ich weiß nicht, Otakles auch ist irgendwie nicht so das Wahre. Es könnte auch mit Nu aufhören. Gibt es Panfu? Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie Panfu gibt es. Pandu? Panlu? Panru? Es könnte auch Anoi sein. Was könnten Anoi? Na, weiß ich nicht. Manu, Lan. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir testen mal weitere Buchstaben einfach. Wir testen mal weitere Buchstaben. Was könnten... lass mal das D testen. Aua. Und noch ein paar mehr Buchstaben, die wir noch nicht hatten. Okay, ich schreibe jetzt mal Zelda, weil da habe ich echt viele Buchstaben drin, die ich noch nicht hatte. Cool.
Kein Z, kein E, kein L, kein D. Schließen wir mal noch mehr Quatsch aus. Ja, komm. Mir fallen nur so ganz typische ein. Das ist zwar, ich habe da jetzt zwar drei A's drin, aber ich habe das G und das R zum Testen. I don't care gerade. Yo, das G ist richtig. Okay. Ja. Dann kommt irgendwann ein N und dann kommt noch ein U. Also dann können wir jetzt ja, ausprobieren. So, keine Ahnung. Jetzt können wir ausprobieren. Ganpu gibt's nicht. Ganyu. Ganyu. Ja. Von welchem Anime? Von Genshin Impact. Ja, das ist halt kein Anime, aber es ist ein Spiel. Ja, ich kenne natürlich die ganzen DLC-Charaktere von Genshin Impact. Logisch. Okay. Wir sind immer noch beim Buchstaben A. Wir starten damit After, weil das ein gutes Wort ist. Mhm. Und dann haben wir, ja, zum Beispiel. Ich bin beim Deu. Ich hab's schon wieder beim Deutschen gemacht, ne? Ich hab es schon wieder beim Deutschen gemacht, aber auch da funktioniert das Wort halt. Oh Mann. Okay, okay, kein E. Ja, muss ja auch dann nicht. Dann kannst du auch Ra starten, meinetwegen. Raf. Nee, Raf sehe ich nicht. Ja, irgendwie sehe ich so noch nicht. Wie viel? Lass es mal mit Fra aufhören. Fällt mir dann was ein? Fra, könnt's aufhören? Fra. Ein Wort, was mit Fra aufhört? Ja, sehe ich auch spontan nicht. Lass es noch mal mit Fra starten. Frank. Nimmt das so einen Namen an? Nimmt das sogar. Okay, das F steht tatsächlich vorne. So, das R und A ist auch nicht da, wo wir es jetzt gesetzt haben. Interessant. Also F. Dann machen wir mal Far. Nimmt der Farid? Nein. Oh, Fahrt. Die Fahrt wäre denkbar. Okay, das A ist auch nicht an der zweiten Stelle. Und das R muss jetzt in der Mitte sein. Okay, das R muss in der Mitte sein. Nach F kommt dann was anderes. Nach F kommt dann was anderes wie R oder A. Das heißt aber, zwischen F und R muss ich jetzt überlegen, was da stehen kann. Da könnte nur noch ein Vokal eigentlich landen. Was anderes kann da nicht landen. Also Fur. Fura sehe ich nicht. Fira. Firma sehe ich. Die Firma sehe ich gedanklich. Wäre denkbar. Es ist die Firma. Schön, schön, schön. Sind wir doch wieder im Wirtschaftlichen unterwegs gewesen. So. Jetzt aber das englische Wörtel mit After. Okay, 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 okay. Das geht nicht. Dann geht es so auch nicht. Taser. Ach, E darf da ja gerade nicht stehen. Ups. E darf da ja gerade nicht stehen. Ach, und A ist ja gar nicht dabei. Was denke ich denn schon wieder?
jetzt nicht. Schade. Geht auch nicht. Es muss ja mit... Ich brauche noch ein E und... Und ich darf da kein zweites E an die Stelle setzen. Wie könnte es liegen, das E? Wo könnte das E liegen? Könnte auch am Anfang sein. Espor. Ah, ist gar nicht so leicht, ne? Hatte ich gerade schon, ne? Isa hatte ich gerade schon probiert. Wobei, habe ich es probiert? Ich kann es ja mal auslösen, genau. Weil jetzt wissen wir nämlich, dass das H... Oh, wir haben ein H am Start. Interessant. Und das E ist nicht am Anfang. Okay. Und es gibt kein zweites E. Okay, jetzt aber wird's interessant, weil folgendes. Wir haben jetzt ja... Oh, ich sehe was. Ja, okay, brauche ich gar nicht weiter überlegen. Glück gehabt. So, machen wir noch Nördel. Und die Kugel, die Weltkugel. Wir müssen mit A starten. Ja, genau. Ich erstmal wieder völlig lost hier. So, 5 plus 6 mal 2 wäre dann gleich 7. Oh, das Ergebnis ist was mit 7, aber nicht die 7 selbst. Und es kommt ein Plus vor, es kommt kein Mal und kein Minus vor. Und es kommt eine 2 vor. Und das Plus ist sogar an der richtigen Stelle. Was also bedeutet, die erste Zahl ist auf jeden Fall zweistellig. Interesting. Okay, dann machen wir mal 21 plus... So, jetzt wird's aber interessant. Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist jetzt noch sehr viel, es ist noch sehr, sehr viel möglich. Aber das geht nicht. 21 kann schon nicht sein, weil jetzt bräuchte ich was mit einer 6, um auf 7 zu kommen. Geht schon nicht. Also Delete. Ich glaube, das haben wir jetzt relativ schnell, was hier möglich ist. 23 würde gehen plus 24 würde gehen, wäre jetzt aktuell 47. So, das ist aktuell alles nicht, nichts davon ist verboten. Nichts davon ist verboten. Kann ich erstmal genauso auslösen. Okay, das ist... Ja, wow. Ja, wow. Ich muss jetzt nur... Ja, wow. Also 21 und 26 geht nicht. Dann ist es halt 24... Okay, 24 plus 23 müsste eigentlich übers Kommutativgesetz hätte zählen lassen. 3 und 4 ist gar nicht dabei. Dann ist es 27 plus 20. Ja, muss sowas dann sein. Alles andere geht ja gar nicht mehr. Alles andere geht ja gar nicht mehr. Ja, das war jetzt simpel. Okay, gut. Global. Global. Wir müssen mit A starten. Mit A. Welches Land startet mit A? Albanien. Wie schreibt man das denn jetzt wieder? Okay. Ich muss nur Alba schreiben, dann nimmt das an. Albania hätten wir uns geschrieben, okay. War aber schlecht. Algerien gibt's noch. Wie schreibt man das jetzt? Ich schreibe mal nur Alk. Ja, macht er sofort. Sehr schön. Algeria ist aber auch nicht richtig. Was gibt's noch? Ah.
A. Mir fällt gerade mehr mit A nicht ein. Mir fällt gerade mehr mit A nicht ein. Nee, keine Ahnung. Okay. Ja, dann gehen wir halt erstmal weiter wieder nach drüben, nach Amerika, USA. Ist so ein bisschen heller, ne? So ein bisschen aber nur. Dann gehen wir mal nach Brasilien. Wesel. Das ist zu hell. Warum ist das so ein bisschen hell? Okay, wir machen mal Kuba. Geht es in die Richtung, richtige. Das ist wieder heller. Dann eher da rüberwärts oder was? Machen wir mal Wascha. Oh, Wascha ist sehr dunkel. Also grenzt es an Wascha an. Mongolei würde an Wascha angrenzen. Okay, ist zu hell wieder. Dann sind wir hier. Okay, aber dann würde ich jetzt nicht verstehen, warum das hier so gar nicht ist. Dann ist es eher vielleicht in die Richtung. Oh, hier die ganzen Koreas oder. Ja, Japan könnte auch noch passen. Wir machen erstmal Japan. Nein, dann machen wir die Koreas. North Korea. Es war Nordkorea. Okay. Alles klar. Alles klar. So. Schön. Sollen wir noch Squirrel? Ich habe keine Lust mehr. Allein schon mit dem Aufnahmefail und wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten. Ich muss aufhören. Ja. Sagt mal gerne, was ihr von Semantlich. Also, ob ihr das. Also, ich weiß nicht. Ich finde einfach, das ergibt keinen Sinn. So, es tut mir leid. Ich finde, die Sachen ergeben keinen Sinn. Weil das Wort ist. Ich sag's nochmal. Das Wort ist Anstieg. Das nächste Wort wäre Rückgang. Während Wörter wie ansteigen oder ansteige hier unten einfach sind. Also entweder ich check einfach das komplette Konzept von diesen Semantel-Dingern nicht, oder die sind halt einfach nicht wirklich sinnvoll. Gut, danke fürs Zuschauen und ich pack dann wieder in den Part Namen rein, ab wann der Ton da ist. I'm sorry und tschüss.